Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit der Beitragsaktion für Fanzeichnungen von Baiju jenseits der Sterblichkeit. Sie machen anscheinend wirklich keine Aktionen mehr für neue Figuren. Das heißt, jetzt für Furina zum Beispiel machen sie es anscheinend nicht mehr. Für Risley haben sie es auch nicht gemacht. Und ich glaube, für Novilette haben sie es auch nicht gemacht. Das heißt, es zeichnet sich ab, dass es jetzt immer nur die Aktionen gibt für Charakter, die bereits im Spiel sind und nicht für Charakter, die erst durch die Aktionen durch die Version im Spiel hinzugefügt werden. Das Ganze geht vom 6. November bis zum 27. November und was ihr machen müsst, ist relativ einfach. Ihr müsst einfach nur Fanzeichnungen von Baiju anfertigen. Ich würde am ehesten empfehlen, im HoYoLab teilzunehmen. Da müsst ihr nämlich nur eure Fanzeichnung hier über Bilder, über diesen Button hinzufügen und seid dann automatisch mit dabei. Die Aktionsregeln, die man beachten muss, ist, dass es innerhalb des letzten Monats erschaffen worden sein soll, wo ihr Vollständigkeit aufweisen soll, keine unfertige Skizze ist, keine Bildbearbeitungsprogramme verwendet wurden und natürlich keine anderen Materialien, die bereits vorhanden waren, in irgendeiner Form benutzt oder abändert und einreicht. Außerdem soll man Bilder des Herstellungsprozesses hinzufügen, damit klar ist, dass man selbst das Werk geschaffen hat. Aktionsbelohnungen. Erster Platz bekommt 3000 Urgesteine und 500 US-Dollar. Zweiter Preis geht an drei Leute mit 1000 Urgesteinen 200 US-Dollar und der dritte Platz geht an 5 Leute mit 500 Urgesteinen und 100 US-Dollar. Außerdem 10 Leute, die mitgemacht haben und alle Bedingungen erfüllt haben und dann einfach nur nicht auf dem ersten bis dritten Platz oder ersten bis dritten Preis gelandet sind, können zufällig noch Fanartikel im Wert von 20 US-Dollar gewinnen. Genau. Die Regeln zur Aktion sind eigentlich simpel. Es ist verboten, Werbung für irgendwas zu machen, was nichts mit Genshin Impact zu tun hat. Man kann nur einen Preis gewinnen. Es ist egal, auf welcher und wie vielen Plattformen man teilnimmt. Man bekommt immer nur eine Belohnung für ein eingereichtes Werk. Genau. Man darf natürlich nicht von anderen Leuten klauen und kein Urheberrecht verletzen, ist auch ganz klar. Und ansonsten, ab Punkt 8 ist es eigentlich nur noch relevant, wenn ihr auch tatsächlich gewonnen habt. Genau. Und das war es eigentlich auch schon. Also kurz und knapp zusammengefasst, wie das Ganze funktioniert. Ihr sollt einfach nur Beiträge mit Baijus Fanzeichnungen einreichen. Ja, ich wünsche euch viel Glück und würde euch auf jeden Fall stark empfehlen, wenn ihr ein künstlerisches Talent habt, da teilzunehmen, weil das ist echt viel Geld, beziehungsweise auch Urgestein, was man da gewinnen kann. Und wenn man sowieso Spaß dran hat, etwas zu zeichnen oder eine Herausforderung sucht in dem Bereich, dann denke ich mal, es ist eine, ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ja, man braucht da natürlich ein gewisses Talent, um hier zu gewinnen, weil es wird natürlich auch nach Qualität bewertet. Ich weiß nicht, was die genauen Anforderungsmerkmale sind. Also erstmal ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr die ganzen Regeln einhaltet und zum Beispiel kein Urheberrecht verletzt oder so. Aber ansonsten geht es da, glaube ich, mehr um Kreativität, nicht nur darum, in Anführungszeichen die beste Zeichnung einzureichen. Deswegen sind die Möglichkeiten, denke ich mal, relativ vielfältig, wie man hier gewinnen kann. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Glück, wie gesagt. Den Link zum Beitrag findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.